And what do you know? More stuff. Ja, ein Bär. Nee, ein Affe. Five little monkeys jumping on the bed. Hey, Tyler. How does five little monkeys go again? Five little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor. The doctor said, no more monkeys jumping on the bed. So oder so ähnlich. Hier gibt's irgendwo... Da. No more monkeys jumping on the bed. Or out of a tree. Don't say that. Mama's gonna be so mad you had to go to the hospital. She worries way too much about what people think. Everything okay up there? Yeah. When's mom coming? She'll be here soon. Is anyone hungry? Phoenix. No, I'm okay. Da steht sie. Thank you. Ah, ja. You scared me to death when you fell out of that tree. I cried most of the way to Tessa's house. It was kind of exciting going to the hospital, but... Baloney! Guess who I found? Baloney! Ally Belly Baloney? Why, yes. I would love to have a tea party with you. Again. For the third time today. Musst du nochmal raus. Na, dann komm hier. Auf. Okay. So, Baloney, den würde ich gerne mitnehmen. Der ist cool. We should gather up all our old toys and give them to charity. What's that? I said we should give our old toys to charity. Oh, good idea. What soft. What light through yonder. Oh, wait. It's just you. Clever. Clever. Da liegt ein Papierflieger, there's a paper plane stuck in the ceiling light. Maybe it has a secret message from our past selves. Find something to knock it down. Hmm. I could use that ball. Okay. Let's see if I can still do this. $5 says you miss. Da ist er. Sehr schön. Oh my God. Er hebt ihn auf. Wow. This is unreal. What is it? Allison's a big fat loser. You're no better at insults than you were at 11. Why mess with perfection? Blöder Kerl. So. Dann gehen wir mal in die Zimmer. Mal gucken, was hier noch so gibt. Will this ever stop feeling so weird? Was ist denn das? Herzlichen Glückwunsch. Du hast die Karte entdeckt. Finde heraus, was dahinter steckt. Folgst du meinen Spuren aus Glitzersteinen zum Ende, entkommst du vielleicht aus der unbekannten Fremde. Ja. So. So long, trusty bunkbeds. Ja, aber das ist doch ganz cool noch, wenn man das neu streicht oder so. Liebster Olli, wie geht es dir? Ich bin im Bootshaus und mir geht es sehr gut. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich offiziell zu meiner Teeparty einzuladen. Ich werde Tee und Kekse servieren und du darfst meinen lieben Freund Baloney treffen, den du sicher mögen wirst. Bitte erscheine heute Nachmittag um 16 Uhr mit freundlichen Grüßen, Allison. Ja. Der andere? Liebe Allison, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's auch sehr gut hier. Das kann ich nicht lesen. Was? Birds? Keine Bärte in Sicht? Was? Keine Ahnung. Ich werde um 4.15 Uhr da sein, weil ich sicher gehen muss, die Vögel zu füttern. Oder Mom wird verrückt. Bis später, Olli. Wieso wird das nicht angezeigt zum Lesen? Die Gänse machen ganz schön Rabatz. An Olli von Allison. Andere begreifen nicht, was uns gemeinsam lachen lässt und wie lieb wir uns haben. Aber ich weiß, was auch immer geschieht. Jeder Kobold hat einen Zwilling. Frohen Geschwistertag. Hab dich lieb. Süß. Happy Siblings Day. So, ansonsten gibt's hier nichts. Hockey Club. So, you gonna come back down to help me or what? Ja, du stehst ja eh nur rum, du Blödi.
Hey, bin doch schon auf dem Weg. Packing upstairs? Nope. There's way too much junk to sort through. Hier gibt's noch was anzugucken. Wer ist denn die Olle hier auf dem... Ist das unsere Mama? Hier, Fashion Bikini? We don't really want to keep anything in here, right? Nö, eigentlich nicht. Everywhere I look, there's just stuff, stuff, and more stuff. Marianne the Magpie. Ja. Hello, ancient broken down machines. That will be the future owner's problem. Haftnotiz anbringen. Trash. Retten? Ja. Gut, wo ist jetzt der Papierflieger? Hat er den jetzt eingesteckt? Nee. Ja, wie, das war alles? Öde. Öde. So, hier waren wir doch schon überall. Ach so, warte mal, hier der Tisch. Tisch. Hm. Crummy table and wobbly chairs. Müll. Ja, komm. We ate way too much expired food on this table. Oh. Oh god. That's What's that smell? Oh, what's that smell? Was? Waren wir doch schon. Thanks for clearing out those cabinets. Not my pleasure. Haben wir doch schon alles gemacht? Ansonsten ist doch hier auch nichts mehr, oder? Nö. Nö. So, können wir dann, sind wir fertig, oder was? Oh, hier gibt's wieder was zu gucken irgendwo. Da. Oh, what's that smell? Smells like delicious garbage. Ooh, yes, delicious indeed. Or could it be Stinky Pants Sam? Oh, Stinky Pants Sam! Come on now. Sam got that smell getting a skunk out of our barn. Be nice. A skunk? What did you do to her? Is she okay? Sure is. She just went hunting for food and couldn't get back out. All she needed was a little nudge to get her on her way. Sam Kansky, hero of skunk kind. I remember being super impressed by him, and it made me want to be a wild animal superhero too. Du, ein Superheld. Ha! Da wüsste ich was von. Tritt dir in dein Hintern. Was hast du denn überhaupt auf der Hose da? Allison, I asked you to clean up the coffee table 3 times already. Oops, I forgot. All right, I'll clean it up. Thanks. While you do that, I'll check out the furniture. I'm guessing you want to keep the coffee table? If there's anything you want, speak now. I'm not really planning on bringing furniture to Denali. And if I need a base in Juno, you'll have all the furniture I need. How very non-committal of you. All right, I'll keep it. Okay. Also ich finde diese Zettelchen voll... I really like that armchair. Für deine Hütte im Wald. Genau. It'll look sharp next to your tree stump nightstand. I'll be the most stylish mountain man ever. But I was actually thinking it should go in your library. Library? We may not even have a living room. I have faith in you. Weiß ich nicht. Adios, super comfy chair. Ja, würde ich auch sagen. So, haben wir jetzt hier aufgeräumt, oder was? And finally, oh, I hate to say it, but the couches get a one-way ticket to the dump. No protest here. I think I have permanent knee damage from a decade of bumping into the corner of those damn things. Well, then that's it for the living room. You are relieved from your duties.
Are you gonna keep doing that? Guess you are. Hey, Allison, come take a break with me. Having fun, are we? Ja, hab ich. Okay, jetzt langt's auch. Wieso stellst du doch nicht wieder da runter? Okay. Was will sie jetzt? Ach so. Er will mit am Feuer wärmen. Starting the fire again? Yeah, I'm gonna boil some water. You want something to drink? Oh, nee, lieber einen Tee. Earl Grey or chai? Your call. I'm fixing myself a good old cup of joe. Ah, a nice pot of wakey-wakey juice. Papa needs his rocket fuel. Wakey-wakey juice. I'm so glad Eddie came through on the caffeine. Shh, did you hear that? The Ice King is sending us a warning. For your punishment, said the Ice King, you shall be banished from the forest. And if you dare come back before the new moon, you shall feel my anger in your gut. Hear it in the wind. Whoosh! Huh. Do you think the Ice King would really react that way? He may be intimidating, but he's always fair and never mean. Oh, yeah, you're right. Maybe he tells the goblins to help the people they hurt instead? Great idea, sweetie. Why don't we think about it again? I'll put everything away for safekeeping while you go wash your hands. Can you put them in the binder so they don't get stained? Of course, love. I still think my dark and twisty version was better. We put so many hours into that book. Yeah. Our binder was full of extra drawings and incomplete stories. I think they're all still in the kitchen drawer. We should go take a look. Weißt du gerade? Kitchen door. Ach, er will gucken. Come check this out. Allison's first drafts. Right. Cause I didn't contribute at all. Come on. I know you did. I can't believe she kept all these. You'd think putting them on the fridge for a couple of weeks would have been enough. You know how we thought of ourselves as the goblins? Did you ever get the sense that maybe Marianne was the princess in the stories? Yeah. She called her bedroom the princess's sanctum. And she was all alone in the woods, in this house, until we showed up. She was. Alone, but with a few friends who helped her along the way. What are you doing? Research. So, if Marianne was the princess, then who were all the rest? And here we go. Oh, come on. Humor me. Wir haben hier die Tessa. Wir haben. Den erkenne ich nicht. Und das ist hier der Onkel. Schieß mich tot. Jetzt sollen wir wieder Rätsel raten. Haben den Elch? Wir haben den komischen Tukan und einen Bären. Lesen. Zweimal im uralten und tiefen Wald ein alter Bär kam am Ufer des Flusses, der Jagd auf Lachse machte, die zu ihren Laichgründen unterwegs waren. Gerade als er ein besonders fettes Exemplar in seiner Pranke hielt, hörte er den Hilferuf einer jungen Frau. Kurz dachte er drüber nach, einfach seinen Lachs zu fressen, doch schon schrie sie abermals und der Bär machte sich auf, der Sache auf den Grund zu gehen.
Es dauerte nicht lange, bis er auf die Prinzessin traf, die sich an den Wipfel eines Baumes klammerte, während unten ein Wolf hungrig seine Kreise zog. Für gewöhnlich würde sich der alte Bär in eine solche Angelegenheit nicht einmischen, schließlich war er auch ein Raubtier und verstand den Drang des Wolfes, auf die Jagd zu gehen. Doch als er die Prinzessin sah, war er von ihrer Schönheit verzaubert und wusste, dass er helfen musste. Mit wildem Gebrüll stellte sich der Bär auf seine Hinterbeine und richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Der Wolf knurrte und schnappte in seine Richtung, doch der Bär brüllte abermals und der Wolf machte sich mit dem Schwanz zwischen den Beinen ins Dickicht davon. Ja gut, das lese ich jetzt aber nicht alles vor. Das ist unser Vater, kann das sein? Dann würde ich fast sagen, der Beschützer hier. You go here. Nee. This one. Index. Bear Big Paws. Moonhack loses her name. Pelikan ist es. Gucken wir mal hier. Es war einmal in einem tiefen, uralten Wald, dass ein verfrühter Wintersturm die ganze Landschaft in eine dichte Schneedecke hüllte. Es war noch so früh im Jahr, dass die Geschöpfe des Waldes selbst für einen milden Winter noch nicht gewappnet waren. Und alle waren sich einig, dass dieser Sturm ein Vorbote dafür war, dass der Eiskönig einen langen, harschen Winter bereithielt. Die Prinzessin war in einem Königreich aufgewachsen, wo das gesamte Jahr über die Sonne schien. Und die Kobolde waren noch so jung, dass niemand im großen Holzhaus wusste, was zur Vorbereitung auf den Winter zu tun war. Das Haus war weder wind- noch wetterfest und sie hatten weder genügend Brennholz noch Nahrung. Nur die fromme Pelikan-Dame bemerkte ihre Not. Und als die Zeit kam, mit den anderen Vögeln gen Süden zu fliegen, bla bla. Also Pelikan-Dame ist auf jeden Fall die Tessa. Dann passt das so. Jetzt ist die Frage. You done? The bear was the most helpful one. He was always around. Stalking her? What? No. I mean, he was kinda always there. Lurking. Always lurking. Okay, dann vielleicht doch die 2000. Dann so. Poor Moose. Really didn't do him justice. Justice? Kind of ironic, huh? Considering he was the lawful good one? Too bad the law isn't really just. Also würde ich es jetzt lassen. Und wie lasse ich's? Pelican. She was the most generous one. Yeah, but there was always a catch. You stumped? Ich würde es jetzt so lassen. Aber irgendwie komme ich hier nicht raus. Also ist wohl noch irgendwas falsch. Also sie ist auf jeden Fall Pelikan. Dann können ja nur die zwei falsch sein. Ich hatte es aber eben schon mal. Alright. So. I think I'm done. You sure? Ja, schon. Achso, ich musste sagen. Ja. How do you like them apples? You know, I think you might be onto something. What about these guys? I don't see them being real life people. Or this one. Yep, totally Marianne. Why a princess, though? Why not a queen? She hated authority. Yeah, she'd have been a terrible ruler. Also, das war unsere Mutter. Das war die Tessa. Das war unser Vater, nehme ich mal an. Das ist der Onkel. The specific human attributes you have assigned to these forest animals are truly thought-provoking. Indubitably. Okay, zwei kleine Pilze mit Regenschirm. Aber viel wichtiger, wer ist der
Matt Hunter. Der ist schon echt gruselig. Nochmal so ein Ding. You better hurry, or the Mad Hunter will catch us! We need to hide. This way. What's going on? I don't know. Is he here? Is he really here? I don't know. I'm scared. Go away! Yeah! Go back to the Alter, ich hab schon wieder Gänsehaut. Das Vieh ist so ätzend.